Und damit herzlich willkommen zurück zu Hercule Poirots ersten Fällen. Ja, wir haben es in den Lagerraum geschafft und ich fange einfach mal an, ne? Okay, hier geht's wieder raus. Das Kinderspielzeug. Eine Sammlung von Kinderspielzeugen. Es ist eine Schande, dass sie hier weggesperrt wurden und so niemandem mehr Freude bereiten können. Da sie in einem Lagerraum aufbewahrt worden sind, befinden sie sich alle noch in fast perfektem Zustand. Meine erste Vermutung ist, dass sie Mademoiselle Angeline gehören. Oder gehörten. Vermutlich weiß ich nicht, warum man, ja, ich weiß nicht, ich habe auch keine Kinderspielsachen mehr eigentlich. Also so ein, zwei, aber er sagt, es ist ja eine Sammlung. Die Zeit und das Können, die für den Bau eines solch wunderschönen Stücks nötig sind, wirklich eine Kunst für sich. Okay, eine Standuhr. Und ein Buch. Ein einsames Bilderbuch. Dem Zustand des Rückens und der Seiten nach zu urteilen, wurde es wohl zu seiner Zeit viele Male gelesen. Ich mag vielleicht nicht die Zielgruppe dafür sein, doch soweit ich weiß, ist es sehr beliebt bei seinem jüngeren Publikum. Für die wahre Dame des Hauses. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Mit ansehen zu dürfen, wie du zu einer wohlerzogenen jungen Dame heranwächst, hat mir mehr bedeutet, als Worte je beschreiben könnten. In Liebe, dein Felix. Ich hätte nicht erwartet, dass ausgerechnet Monsieur Hagen eine solch herzliche Nachricht verfassen würde. Und obendrein noch für Mademoiselle Angeline. Ist das wirklich eine normale Widmung für einen Freund der Familie? Ja, nein. Okay. Untersuche die Beziehung des Majors zum Rest der Familie. Niemand will mir eine klare Antwort zum Major geben. Ich weiß, dass er schon viele Jahre mit Madame Vandenbosch befreundet war, doch ich muss klarstellen, ob ihre Beziehung dort ihr Ende fand oder nicht. Okay. Also, ich bin immer noch der Meinung, die hatten vor ungefähr 25 Jahren oder sowas, oder vor über 20 Jahren, und sie ist die Tochter. Der Viscount wurde herausgerissen. Ich darf mich keinem Impuls Okay. hingeben. Ich glaube, ich brauche halt eine Frage. Die ich beantworten kann mit einer anderen Sache. Kommt schon, meine kleinen grauen Zellen. Wir müssen mit. Okay, ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, weil ich weiß, worauf das hinaus will, dass wir quasi rausfinden, ob er wirklich nur ein Freund war oder mehr. Aber ich wüsste nicht, wie. Warum hat er den Brief nie abgeschickt? Na, weil der Papa hier doch im Bild war. Weil er einfach. Ja. Weil der Typ noch im Bild war. Wahrscheinlich hat er den Brief schon vor Jahren geschrieben und hat es nie geschafft, ihn abzuschicken. Ich muss eine andere heran. Im Grunde ist es mir klar, aber ich weiß nicht, was ich verbinden soll. Habe ich das nicht probiert gehabt vorhin, die beiden? Die Vorgänge werden langsam Falls etwas nicht, dann war klarer. ich saudumm. Es ist offensichtlich, dass der Major Zuneigung für Cassandra empfunden hat. Dies sollte niemanden überraschen. Nee, ist auch offensichtlich gewesen. Okay, Gibt es da etwas, das ich meinen Blick. Kommt schon, meine kleinen grauen Zellen. Was will das Ding denn noch von mir? Ich darf mich keinem Impuls hingeben. Da drüben. Oh Gott. Ja, genau. Hoher Zinssatz. Okay. Hoher Zinssatz und er wohnte schon sehr lange bei der Familie. Was? Was? Wieso? Das hat doch überhaupt nichts miteinander zu tun. Einige mögen es Glück Ach, nennen. sei still. Es scheint, als hätte der Major schon viele Jahre lang ein komfortables Leben im Haus der Vandenbosch führen können. Ja, das war mir klar, schon vorher. Hä? Ist auf Cassandras Unterkunft und Verpflegung angewiesen?
Ich weiß nicht, ob angewiesen. Angewiesen finde ich jetzt ein bisschen. Also, haben wir dafür einen Beweis, dass er darauf angewiesen ist? Er hat das gemacht, ja, aber ich meine, mal eben so 6.000 Franken als Kredit aufnehmen, das, wenn man erpresst wird, ich meine, nicht jeder hat so eine Art von Geld mal einfach rumliegen. Also, dass er darauf angewiesen ist, finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt, ehrlich gesagt. Aber dann gehen wir halt nochmal mit ein paar Leuten reden. Mit wem denn genau? Das ist ein bisschen nervig, ne? Das ist euch klar, dass ich hier nicht mit Rechtsklick in das Menü kann, sondern immer tatsächlich R und F drücken muss. Das ist. Ja, okay. Mit Angeline und Cassandra. Okay. Cassandra wissen wir ja, wo sie ist. Und Angeline wird wahrscheinlich noch irgendwo unten sein. Ich bin wieder da. Ist das wirklich notwendig? Ja, wenn Sie in dieser Annahme recht haben sollten und der Mädel tatsächlich keine romantischen Gefühle für Sie empfunden hat, warum würde dann ein Foto von Ihnen und Angeline versteckt in seinem Zimmer aufbewahren? Warum kann ich das erst jetzt fragen? Das Foto hatte ich davor auch schon. Er mag in meinem Haus gewohnt haben, aber Felix war ein eigenständiger Erwachsener, Detective. Was er behalten, versteckt oder sonst irgendwie aufbewahrt hat, ging mich ganz sicher nichts an. Aber er überraschte Sie denn gar nicht, dass er ein solches Foto aufbewahrt hat? Wir sind schon seit vielen Jahren befreundet und er kennt Angeline ebenfalls schon sehr lange. Ist es wirklich so seltsam für Sie, dass er ein Andenken an uns aufbewahren würde? Vielleicht sagt das mehr über Sie aus als über ihn, Detective. Er war ja auch mit dem verstorbenen Mann befreundet und hat ihn rausgerissen. Was ich seltsam finde, ist die Tatsache, dass er seine Gefühle für sie niemals zum Ausdruck gebracht hat, obwohl sie so offenkundig vorhanden waren. Falls dem wirklich so war, dann waren es unerwiderte Gefühle. Seit dem Tod meines Ehemanns habe ich nicht ein einziges Mal einen anderen in Betracht gezogen. Nicht, dass sie das irgendetwas angehen würde. Ich Okay, dann denke, geh mal das ist für wieder. den Moment alles. Merci, Madame. Dann rede ich halt mal mit deiner Tochter, die sagt mir die Wahrheit. Wahrscheinlich, hoffentlich, vielleicht. Mal gucken. Gehen wir mal runter und gucken, wenn. Hoffentlich steht sie noch draußen oder unten einfach im Flur rum. Vielleicht ist es an der Zeit, erneut mit Mademoiselle Angeline zu sprechen. Sie sollte einige wertvolle Puzzleteile zu diesem Mysterium beisteuern können. Ah, steht sogar hier rum. Noch besser. Haben Sie schon Fortschritte in Bezug auf Felix' Verbindung zu den Briefen gemacht, Detective? Das habe ich, Mademoiselle. Ich kann Ihnen nun mit Gewissheit sagen, dass er nicht der Verfasser der Erpresserbriefe war. Der wahre Übeltäter ist also immer noch auf freiem Fuß? Oui, aber ich verspreche Ihnen, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis ich ihn gefasst habe. Die einzigen Briefe, die er dann noch schreiben wird, werden wohl aus dem Gefängnis abgeschickt werden. Ihre Selbstsicherheit ist sehr beruhigend. Vielen Dank, Detective. Ihre Bemerkung über die Gäste des Hauses hat mich die Nacht über beschäftigt. Das tut mir leid, Detective. Es war nicht meine Absicht, Sie damit wachzuhalten. Keine Entschuldigung nötig. Ihre Bemerkung ließ mich meine ganze Gedankenkette hinterfragen. Wäre es nicht möglich, dass Sie zusammengearbeitet haben, um den Mord des Majors zu planen, zu organisieren und durchzuführen, damit die Auflösung des Falls beinahe unmöglich werden würde? Meine Güte, Detective. Das ist eine gewagte Theorie. Jeder Gast scheint ein Motiv zu haben. So viel war sicher, nachdem Sie den Streit zwischen dem Major und Mademoiselle Conrad erwähnt hatten. Wenn Sie sich gegenseitig wasserdichte Alibis verschaffen würden, dann würde das ohne Frage selbst den größten Detective auf die falsche Fährte führen. Aber nicht Sie? Korrekt, Mademoiselle. Es braucht schon mehr, um Detective Poirot in seine Schranken zu weisen. Während meiner Durchsuchung des Lagerraums fand ich ein Buch, von dem ich annehme, dass es ein Geschenk des Majors an Sie gewesen ist. Dieses Buch habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ja, es war ein Geschenk zu meinem 10. Geburtstag. Ich habe es unzählige Male von vorne bis hinten gelesen. Er hat auch eine so wunderbare Widmung hineingeschrieben. Es scheint eine Seite des Majors zu geben, die ich leider nie zu Gesicht bekommen habe. War es üblich, dass er Ihnen Geschenke dieser Art machte? Nicht üblich, aber wenn er lange Zeit fort gewesen war, brachte er mir normalerweise ein kleines Andenken von seinen Reisen mit. Es ist jedoch schon einige Zeit her, seit er so etwas das letzte Mal getan hatte. Was meinen Sie damit, Detective?
Oh, Entschuldigung. Ich kann mir gut vorstellen, dass es äußerst kostspielig sein muss, ein Aus dieser Größe in einem tadellosen Zustand zu halten. Maman kümmert sich um die finanziellen Angelegenheiten des Hauses, doch ich glaube, dass sie ihn schon einige Male um einen Beitrag gebeten hat. Es steht mir nicht zu, mich dabei einzumischen. Ich wollte weiterklicken und in dem Moment ist das Menü aufgeploppt und ja. Die Spielzeuge, die ich bei dem Buch gefunden habe, waren also auch Geschenke des Majors? Ganz recht. Ich fürchte, dass sie im Lagerraum wohl Staub angesetzt haben, weil sie schon so lange nicht mehr benutzt worden sind. Es war schon immer mein Wunsch, sie eines Tages meinem eigenen Kind schenken zu können. Es klingt ganz so, als hätte er sich immer sehr um sie gesorgt. Seine Anwesenheit im Haus spendete uns beiden Trost, nachdem Vater verstorben war. Auch wenn er unter Umständen etwas überfürsorglich werden konnte. Letzte Nacht haben sie davon gesprochen, dass der Major ihre Maman unterstützt hat. Ganz richtig. Soweit ich mich zurückerinnern kann, war Felix schon immer bei uns. Wie mir scheint, verfügt sie über eine Reihe von Unterstützungsnetzwerken. Der Major, ihre Freundschaft mit der Comtesse, ganz zu schweigen von Monsieur da Silva. Maman hat viele Freunde. Ich weiß, wie sie auf die meisten Leute wirken kann. Aber wenn man ihre harte Schale einmal durchbrochen hat, dann... Muss man sich gleich einer weiteren Schale stellen? Oh, sehr gut, Detective. Verzeihung, Mademoiselle. Ich scherze lediglich. Das ist schon in Ordnung, Detective. Sie sind nicht der Erste, der sich ihrer rasiermesserscharfen Zunge stellen musste. Ihre Anwesenheit hier beruhigt sie. Besonders unter diesen Umständen. Auch wenn sie es vielleicht nicht offen zugeben will. Ich habe die Version der Madame, die Mademoiselle Angeline zu beschreiben scheint, bisher leider noch nicht kennenlernen dürfen. Hoffnung auf eine aufblühende Freundschaft zwischen uns sollte ich mir jedoch lieber keine machen. Bei meinem Gespräch mit der Comtesse gestern ließ sie durchblicken, dass sie keine allzu gute Meinung vom Major hatte. Sie lagen sich oft in den Haaren, wenn es um Maman ging. Beide haben stets ihr Bestes gegeben, um Maman zu beschützen. Doch miteinander ausgekommen sind sie leider nie. Sie hat sein Verlangen danach erwähnt, der, in ihren Worten, gesellschaftlichen Elite beizutreten. Das war sicherlich nicht das erste Mal, dass sie solche Bedenken zum Ausdruck gebracht hat. Sie glaubt, dass der Major den Namen unserer Familie lediglich als Trittstein verwendet hat, um es an die Spitze der Gesellschaft zu schaffen. Und Sie stimmen ihr da nicht zu? Ich kann nicht abstreiten, dass er Interesse an Mamans gesellschaftlichen Kreisen gezeigt hat, aber sie waren schon miteinander befreundet, bevor ich überhaupt geboren war. Sie können doch wohl nicht wirklich glauben, dass er all diese langen Jahre der Freundschaft lediglich genutzt hat, um seine Stellung in der Gesellschaft zu verbessern. Naja, die Leute sind zu ziemlich viel fähig. Mademoiselle Angeline scheint die Meinung der Comtesse über den Major offensichtlich nicht zu teilen. Vielleicht war es Eifersucht, die ihre skandalöse Theorie angetrieben hat. Ich werde Sie nicht länger an Ihrer Arbeit hindern. Merci, Mademoiselle. Ich habe alles, was ich brauche, um Madame van den Bosch auf ihr Geheimnis anzusprechen. Immer noch nicht. Das heißt aber, muss ich jetzt noch was... Ja, okay. Ich muss erst noch schlussfolgern, damit ich sie darauf ansprechen kann. Die Puzzleteile scheinen endlich ein großes Ganzes zu formen. Er hat das Haus nicht unterstützt und sie empfindet keine romantischen Gefühle. Keine Ahnung, wie das zusammenhängt, aber okay. So sehr sie es auch bestreiten will, hat Cassandra die Gefühle des Majors doch in gewissem Maße erwidert. Ja, eben. Okay, danke, gut. Dann, ja. Gibt es da etwas, das sich meinem Blick entzogen hat? Oder hier? Ich muss eine andere Herangehensweise wählen, wenn ich... Oder hier? Ich versuche immer noch irgendwie eine Verbindung zu kriegen, die darauf hinweist, dass sie die Tochter ist. Einige mögen es Glück nennen, doch ich nenne es einen Geistesblitz. Nach dem Tod des Viscount hat der Major dessen Platz eingenommen und die Rolle der Vaterfigur für sie übernommen. Genau das. Gut. Dann... Ach nee, ich muss ja hoch. Ich muss ja wieder hoch zurück zur Madame. Ich
Ist das wirklich notwendig? Yep, immer noch. Sie haben den Major viele Jahre lang beherbergt, obwohl er nur sehr wenig zum Haushalt beigesteuert hat. Sicherlich können Sie nicht glauben, dass ich bei so einer Beziehung von einer rein platonischen Freundschaft ausgehen würde. Es geht Sie nichts an, wen ich in mein Haus lasse und wen nicht. Ich muss mich nicht vor Ihnen rechtfertigen. Ich dachte nicht, dass Sie so viel Wert auf Wohltätigkeit legen. Ich hatte auch nicht erwartet, dass Sie viel Zeit mit Denken verbringen. Es gibt keinen Grund, sich weiter über dieses Thema zu unterhalten. Doch wie Sie sich sicher erinnern können, hatten wir in der Vergangenheit einige finanzielle Engpässe. Ich habe nun genügend Beweise, um Madame Vandenbosch zu konfrontieren. Wenn ich meine Frage stelle, sollte ich mir doch Gedanken über meine Herangehensweise machen. Sie wird sicherlich abwehrend reagieren, wenn ich sie zu einer Antwort dränge, doch das könnte der einzige Weg zur Wahrheit sein. Es liegt nicht in der Natur der Madame, mir Informationen mit Leichtigkeit preiszugeben, die sie wohlbehütet wissen will. Okay. Andeutend oder eindringlich? Wir haben die ganze Zeit schon Zeug angedeutet und sie hat es abgestritten. Deswegen eindringlich. Warum verteidigen Sie Monsieur Hagens Namen derart eisern? Er war ein Mann, der von niemandem beschützt werden musste, Detective. Besonders nicht von mir. Das war auch mein Eindruck. Doch genau deshalb macht mich Ihre defensive Haltung erst recht stutzig. Ihre hartnäckigen Fragen über solch triviale Dinge gehen mir so langsam auf die Nerven. Es gilt, einen Mörder und einen Erpresser zu finden. Das ist Ihre Aufgabe hier. Kämpferisch? Ich vermeide das andeutend. Seine Liebeserklärung hat Ihnen also gar nichts bedeutet. Ich bin einfach ganz direkt und hau jetzt drauf. Ihre fortlaufenden Fragen zu etwas, was schlichtweg nicht existiert, ermüden mich zusehends. Nichts von dem, was ich Ihnen sagen kann, wird das, nachdem Sie suchen, auf magische Weise erscheinen lassen, Detective. Ich bin dieser Unterhaltung müde geworden, Poirot. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Direkt. Sie weigern sich ganz offenkundig, einen gewissen Aspekt ihrer Beziehung genauer zu erläutern. Die Liebesbriefe, die Unterkunft oder eindringlich. Ihr fortlaufender Widerwille beim Beantworten meiner Fragen sowie ihre abwehrende Haltung deuten darauf hin, dass tatsächlich ein gegenseitiges Gefühl der Liebe zwischen ihnen bestanden hat. Unterstelle ich jetzt einfach. Sie verbergen weiterhin die Wahrheit vor mir, Madame. Und Sie gehen mir weiterhin auf die Nerven. Ich bin nicht dazu verpflichtet, Ihnen von jedem kleinen Detail meines Privatlebens zu berichten. Das würde aber halt gerade helfen, ne? Aber wenn so ein Detail meine Untersuchung behindert. Wenn Sie doch nur genauso viel Elan in Ihre Suche nach dem Erpresser stecken würden, dann... Madame. Na schön. Ich habe Sie über unser Treffen nicht angelogen. Es war während einer Veranstaltung, auf der Geld gesammelt werden sollte für... Oh, für was auch immer. Ich war schon lange nicht mehr zu Hause gewesen und vermisste England wirklich bitterlich. Mir war bewusst, dass Felix ebenfalls eingeladen worden war. Oder besser gesagt, dass man einige britische Offiziere zur Feier eingeladen hatte. Und genau dort nahm unsere Freundschaft dann ihren Anfang. Er war eine willkommene Erinnerung an zu Hause. Und meine Unterhaltungen mit ihm bereiteten mir große Freude. Zusammen unternahmen wir lange Spaziergänge und lasen viele Bücher. Wie ich bereits sagte, er war eine gern gesehene Ablenkung von den vielen Tagen, die ich allein verbringen musste. Ich werde nicht noch weiter ins Detail gehen, aber... Ich kann Ihnen versprechen, dass es niemals meine Absicht gewesen war, mich untreu gegenüber meinem Ehemann zu verhalten. Es war nie unser Plan gewesen, so weit zu gehen. Aha. Sobald mir klar wurde, dass ich schwanger war, wusste ich, dass es aufhören muss. Aha. Der Vicomte hat die Umstände hinter Mademoiselle Angelines Geburt nie hinterfragt? Seiner Meinung nach gab es dafür nie einen Grund. Und er hätte es auch nie tun sollen. Es war mein Fehler und ich musste die Schuld dafür tragen. Falls er je die Wahrheit erfahren hätte, wären unsere Leben ruiniert gewesen. Ich gab Felix zu verstehen, dass er sich fern von uns halten sollte. Doch er ließ sich nicht beirren. Schon bald wurde er für Angeline zu einer Art Onkel. Und nach Edwins Tod kamen die beiden sich nur noch näher. Ich konnte es nicht über mich bringen, ihr die Wahrheit zu erzählen. Zu viel Zeit war bereits vergangen. Das Geheimnis ist seitdem stets zwischen ihm und mir geblieben. Und wie hat der Major diese Angelegenheit gesehen? Wollte er die Wahrheit enthüllen? Er wollte es natürlich allen erzählen. Er wollte, dass sie genau wusste, wer er wirklich war. Aber ich hielt ihn stets davon ab.
Es wäre nicht die ergreifende Wiedervereinigung geworden, die er sich in seinem Kopf ausgemalt hatte. Sie würde es niemals verstehen. Kann ich davon ausgehen, dass es dieses Geheimnis war, was für die Erpressung als Druckmittel eingesetzt worden ist? Das nehme ich an. Doch ich kann Ihnen versprechen, dass ich keiner Menschenseele davon erzählt habe. Und der Major? Felix hat mir geschworen, dass er stillschweigen würde, und ich habe ihm geglaubt. Auch wenn er es sicherlich nur zu gern der ganzen Welt mitgeteilt hätte. Falls der Major sich in all den Jahren auch nur einmal versprochen hat, vielleicht unter dem Einfluss von Alkohol, dann wäre das ein Geheimnis, aus dem sicherlich viele Leute einen Vorteil für sich ziehen würden. Sie dachten, dass niemand davon wissen konnte und haben sich deshalb dazu entschlossen, den Erpresserbrief zu ignorieren? Wenn man sich solchen Verbrechern einmal beugt, dann kommen sie lediglich wieder, um mehr von einem zu verlangen. Ja, da hat sie recht. Erzählen Sie mir über die Briefe. Nachdem gestern alle zu Bett gegangen waren, versuchte ich, sie aus dem Tresor zu holen. Doch als ich ihn öffnete, waren sie nirgends zu finden. Ich nahm an, dass er sie wohl an einem anderen Ort versteckt haben musste. Was? Die waren doch aber im Tresor. Als ich das Studierzimmer heute Morgen betrat, waren sie so sichtbar wie ein Fahndungsposter an der Wand einer Polizeiwache. Ich würde es vorziehen, wenn Sie die Briefe nicht mit dem Gesicht eines gesuchten Verbrechers vergleichen würden. Okay, da hat sie recht, ja. Pardon, Madame. Aber das bedeutet dann also, dass jemand anderes im Haus sie gesehen haben muss. Ich verstehe nicht ganz. Warum sollte diese Person sie dann zurückbringen? Weil es die Angeline war, die alles verdrängen wollte? Ein Mysterium, das noch gelüftet werden muss. Jemand war schneller am Tresor als die Madame. Wie mir scheint, muss ich wohl einen Dieb zur Liste der Kriminellen in diesen Mauern hinzufügen. Aber ein Dieb, der seine Beute kurz darauf zurückbringt. Jetzt wäre für mich interessant, ob die Madame einen Schlüssel zum Tresor oder Zugang zum Tresor hatte. Weil da waren ja Kratzspuren dran. Das heißt, einer von den beiden ist eingebrochen und hat ihn aufgekratzt oder aufgebrochen. Was Kratzspuren verursacht. Irgendwie traue ich ihr das nicht zu. Das bedeutet, wer auch immer noch dran war, hatte keinen Zugang zum Tresor oder wollte es so aussehen lassen, als hätte er keinen Zugang zum Tresor. Ich denke, das ist für den Moment alles. Merci. Weil wenn da Kratzspuren dran sind, dann denkt man natürlich, oh, das war jemand, der wäre da sonst nicht dran gekommen. Aber wenn da keine dran sind und der Tresor ist aber aufgemacht worden, da fehlen Dinge, dann ist ja klar, es muss jemand gewesen sein, der den Code oder den Schlüssel hatte. Die unklare Verbindung zwischen dem Major und dem Lösegeld ist nun geklärt. Der Major wurde erpresst. Die Briefe wurden nicht durch seine Hand verfasst. Der Grund für die Erpressung des Majors ist allerdings noch immer ein Mysterium. Zwei Erpressungsfälle unter einem Dach. Diese Tatsache wirft Fragen über die Verbindung der beiden Fälle auf. Das Geheimnis des Majors lässt sich anhand des Briefes nur schwer erahnen. Nun muss ich nicht nur einen Erpresser, sondern auch einen Mörder und seine Waffe aufspüren, was? Das haben wir doch schon mal. Ich sollte mich zurückziehen. Dieser Raum hat mir bereits genug neue Einblicke in die Leben der Madame und des Mädels ermöglicht. Sagst du, während du in ihrem Schlafzimmer stehst? Okay, hey. Okay, ich hatte bereits in Erwägung gezogen, dass Madame van den Busch und der Major eine romantische Beziehung miteinander teilen. Doch ich hatte nicht erwartet, dass er auch eine Verbindung zu Mademoiselle Angeline hatte. Jetzt bin ich einer der wenigen Menschen, die von diesem Geheimnis der Madame wissen. Okay, aber das war offensichtlich. Kommt schon. Also... Gut, würde ich aber sagen, an der Stelle mache ich für heute Schluss und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao, ciao.